So, und damit, also Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video von Alan Wake Remastered. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, keine Ahnung, was heute wieder für ein Hirnausfall bei mir war. Einfach nicht in der Lage, ordentlich zu reden. Jo, wir haben letztes wieder Kapitel 5 angefangen. Mit Barry und so, wo wir da in dem Knast her waren und so. Wurde da festgenommen. Jetzt haben wir uns mit der Tante hier so ein bisschen durch die Stadt geschlagen. Und eigentlich sollte ich ja jetzt in der Kirche sein, aber ich bin mal gespannt, ob ich jetzt so in der Kirche kann, ob ich diesen Kack-Blödsinn hier nochmal machen kann, die gegen diese zwei super schnellen Roadrunner-Spackos. Ja, natürlich. Ja. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Darf ich den Blödsinn nochmal machen? Nee. Gut, machen wir diesen Schwachsinn halt nochmal. Ja, Heinos jetzt. Ah. Da sind sie. Zack, gut, haben wir die beiden fett gemacht. So, das war's. Zap, zap, Feierabend. Gut. Dann ab in die Kirche. Okay, ist offen. Na los, Wake. Ja, geh doch rein. Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an. Die ganze Nacht. Wieso? Ja, das ist Tradition. Bis die ganze Bude mal abfackelt. Wo sind ja Lampen? Da sind noch Kerzen. Tja. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar, der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Tja, wenn er so ist, dann ist er so, ne? Wir werden kaum jetzt irgendwelche Zombie, Dämonen oder Skelette auf mich warten. Aber ich sehe ja gar nichts. Okay. Frag mich, wo diese Heinos immer herkommen. Hallo? Als wenn es hier nichts gibt. Doch, da hinten blinkt aber. Frage sie, komme ich da hin, verdammt arg? Ja, oder sagen. Der hat wohl das Licht gesehen.
Barry ist das. Hat euch nicht gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann. Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Ja, wir sind doch über dem Parkplatz. Gibt es ja noch irgendwo eine Manuskriptseite? Ich glaube nicht, wa? Sieht zumindest nicht so aus. Reserviert für Stadtangestellte. Okay. Wo ist denn dein schöner Helikopter? Der ist doch nachher eh nicht da, oder? Der ist kaputt. Das Warenhaus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Hallo? Welt. Boah, geh doch mal weg da, meine Herren. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Ja, genau, Barry. Okay, etwas übertrieben. Ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistgar. Warum auch immer ihr da stehen bleibt und wartet. Soll ich vorgehen als Kanonenfutter oder was? Sponks. Wenn dir jemand einen Schulbus vor den Platz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du auf Reise bereit. Warum soll mir jemand einen Schulbus vor den Platz knallen? War doch gar nicht entschattinisiert. Oder Schatten? Ja, keine Ahnung. Was kann ich, wie nennen die das Zeug? Böse Kraft? Wow. Reicht jetzt, was? Ich werde mich nie daran gewöhnen. Oder Leute noch auf ihn zu schießen, die dich gerade töten wollen? Hm. Jetzt sind wir doch an diesem komischen Radiosender, oder nicht? Ja, doch nicht. Ich dachte, der Helikopter ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Ach, schön, dann klar. Ich will hier endlich weg. Wenn ich schon so viele Blendgranaten kriege, dann kann das nichts Gutes zu halten. Dann heißt es nichts, echt nichts Gutes. Meine Verarsche hier. Komm nicht mehr rein. Gucken fein. Und ich soll das jetzt alleine machen? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Wow! Ja, mach's jetzt mal ein bisschen hin, oder?
Junge! Lange brauchst du denn, um diesen dämlichen Hund zu starten, Mann? Bitte gib mich, ne? Und schon wieder alles verloren, ist doch. Keine Waffe, gar nichts. Was für ein Käse. Jedes verdammte Mal verliert da. Kann man immer alles verlieren. Richtiges Brot ist das, ey. Ja, ja. Darkness Control, das ja, ist klar. The Darkness nicht die Schatten. Ist mir klar, dass die Dunkelheit. Dunkelheit, die. Junge! Klar.
trifft mich nochmal eben zum Schluss. Spackboy. Schrumpflintenmunition, aber ohne Schrumpflinte. Was seid ihr für Heinos? Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegenden, die Old Gods, erinnert. Hier sind die Poets of the Fall mit ihrer neuesten Single. Junge, geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. Meine Verarsche hier wieder, ne? Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokale Junge, geh mir. Wo schießt denn die Fritte mal hin? Junge! Ist irgendwie diese Scheiß-Kack-Zielhilfe an oder so? Keine Ahnung, kann ich nicht ändern. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich erinnert. Keine Ahnung wieso. Ist wohl einfach so. Ja, nochmal. Hier sind die Poets of the Fall mit den meisten Singles. Spackos, ey, jetzt hab ich keine mehr Kacke. Einer hab ich noch. Das ja, komm. Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah. Aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Indem man da mal hinläuft. Ist doch nicht so schwer.
So, wie komme ich da jetzt hin zu dem Blödsinn? Wohin? Das mit dem L1, das klappt null. Das gebe ich so auf den Sack. Meine Fresse. Du bist doch ein dummlicher Vollhank. Ich drück da nicht umsonst L1. Meine Fresse, Alan, ey, du gehst mir auf Eier. Komm, verpiss dich, Mann. Oder es klappt einfach null. Das Frittengesicht weicht einfach nicht aus. Warum hast du so überhaupt eine L1-Taste, wenn man die bei dir nichts bringt, die Scheiße drückt? Boah, das geht mir ja so auf den Sack, ne? Wenn das einfach nicht komplett nicht funktioniert. Richtiger Bauer, komm ich nicht. Junge! Sieh zu, dass du Meter machst. So, diese Kackbrücke hier drehen. Da ist wahrscheinlich noch safe. Ich hab gedacht, da kommt ein größerer. Hat sich erledigt. Keine Thermoskanne? Hallo? Ah, ich wollte sagen. Komm, dreh an da, Mann. Yeah.
Mach doch eine Leuchtfackel, du dumme Bratze! Hat sich der Ding jetzt die ganze Zeit gedreht? Ah, gar nicht drauf geachtet. Gut. So, und damit würde ich sagen, beende ich mal das Video hier. Das ist eine quietschende Achterbude hier hat die ganze Zeit, ey. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock drauf hattet. Ja, okay, gut. Danke. Ja, dann werden wir uns im nächsten Video auch mal auf dem Weg zum Kraftwerk machen. Mal sehen, was uns da wieder wartet. Wahrscheinlich wieder ein Haufen Vögel und ein Haufen Leute und ein Haufen Leute, die mir auf den Sack gehen. Wird einfach so sein. Aber mal gucken. Solange sich das Ding hier weiter dreht, ist doch alles gut. Freut sich jeder. Aber immerhin haben wir einen Helikopter. Zwar vorher von der Küstenwache, aber scheißegal. Ein paar Raketen hätten uns wohl geholfen. Das sagt noch nicht. Können die halt irgendwelche Wasserbojen abwerfen. Vielleicht bringt es ja was. Gut. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auf jeden Fall gerne beim nächsten Mal dabei. Ich kann mich sehr drauf freuen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin und
Schön mit dir.